Herzlich willkommen auch zum Zürich Info. Auto- und vor allem Oldtimer-Fans kommen das Wochenende beim legendären Bergrennen am Klausenpass voll auf ihre Kosten. Die historischen Rennboliden sind alle über 60-jährig oder sogar noch älter. Über 270 Fahrer haben sich angemeldet. Beim 11. internationalen Klausenrennen sind das ja zum ersten Mal auch nigelnagelneue Elektroautos am Start. Im Vergleich zu den Oldtimer, die einen Haufen Lärm und Rauch machen, sind die modernen Rennautos super leislich und blitzschnell. René Wirrer. Von 0 auf 100 in 3,6 Sekunden. Der Tesla Roadster ist das schnellste strassentaugliche Elektroauto, das es gibt. Der Volkertschwiller Stefan Schwarz ist einer von weltweit 2500, der so einen Sportwagen hat. Zusammen mit 10 anderen Elektrofahrern dürfen wir zum ersten Mal am legendären Klausenrennen mitmachen. Ich hoffe natürlich, dass wir hier gut aufgenommen werden von diesen Oldtimer-Piloten, weil die Basis ist ja eigentlich die gleiche. Wir lieben Automobil. Am Klausenrennen haben bis jetzt nur Oldtimer-Rennwagen aus dem letzten Jahrhundert mitgemacht. Heuer sind es über 270, die an den Start gehen. Einer schöner und schneller als der andere. Und mitten drinnen ein Elektrofahrzeug mit Jahrgang 2011. Wenn einer, der einen alten, lauten Renn-Oldtimer fährt, nimmt der ruhige Flitzer nicht wirklich ernst. Das ist schon recht, aber für mich ist das eher ein Spielzeug hier. Da läuft halt etwas, wenn man den Motor anstellt. Und für das Klausenrennen, die sind so gewesen, die Autos, also in diesem Stil mindestens, und dann passt das auch. Da muss man arbeiten, Tesla fährt man mit einer Hand durch und kann wahrscheinlich noch Zigarren anzünden. Auch die hunderten Besucher auf dem Landsgemeindeplatz Glarus interessieren sich bei der Fahrzeugabnahme vor allem für die schnellen, alten Boliden. Verständlich für den Stefan Schwarz. Der Volkertschwiller glaubt aber, dass vielleicht in 80 Jahren sein Tesla auch so begehrt ist wie der heutige Oldtimer. Er ist natürlich jetzt auch ein bisschen Vorreiter von der Elektromobilität, von der, vom Aufzeigen, dass es möglich ist, einen Sportwagen zu bauen, rein elektrisch. Zurück auf die 21 km lange Klausenpass-Rennstrecke. Stefan Schwarz hat zwar mit Abstand das schnellste Auto, an der Bestzeit an der Rennen vom Wochenende, glaubt er aber nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Piloten mit der Rennlizenz, mit der entsprechenden Übung, mit so einem Oldtimer-Sportwagen werden bessere Zeiten erreichen können als wir. Schon allein wegen dem fahrerischen Können, wo da natürlich sicher enorm viel besser ist als bei uns. Obwohl der Tesla Startnummern überkommt und Zeit gemessen wird, der Stefan Schwarz und seine 9 Elektroauto-Kollegen fahren außer Konkurrenz. Vielleicht ist das in 80 Jahren ganz anders und womöglich zieht das Elektrofahrzeug dann auch ein bisschen mehr Schaulustige an. Weiter geht's hier auf Tele Zürich mit dem Lifestyle. Patricia Bose besucht den Starfotograf und Filmemacher Alberto Vinzago in seiner Loft in Zürich. Ich wünsche gute Unterhaltung und noch ganz einen schönen Abend. Bis morgen.